Mir fällt gerade ein mega cooles Detail auf. Außen an der Wand vom Verona Mall Dungeon sieht man tatsächlich dieses Wandbild, was Valeria und ihre Crew da gemalt hat. Das ist cool. Solche Details sind toll. Nun gut, Rowan, ich bin da. Ich helfe. Good day. Als du ankommst, läuft Rowan verzweifelt hin und her. Tore. Was, vielleicht ein Dämon? Oder ein rachsüchtiger Geist? Das ist bisher noch nie geschehen. Vielleicht habe ich ihn vertrieben. Er hat es in letzter Zeit nicht leicht mit mir. Oh. Ich habe ihn überall gesucht. Ich habe ihm sein Lieblingsfutter hingestellt. Schon 2 Tage und kein Lebenszeichen. Ja, alles wird gut. Oh. Das weißt du nicht. Vielleicht wird es nicht wieder gut. Was, wenn er wirklich weg ist? Gerade erst habe ich Alice verloren. Ich kann es nicht ertragen, ihn auch zu verlieren. Es wäre besser, wenn wir getrennt nach ihm suchen, aber ich will gerade nicht alleine sein. Eigentlich will ich nie alleine sein, genau deshalb habe ich ja einen Vertrauten. Wo sollen wir zuerst suchen? Auf dem Berg vielleicht? Yes. Ja, dort haben wir einen guten Ausblick über die Stadt und unsere Stimmen kann man auch von weiter hören. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Auf zum Berg. Ihr klettert den Berg hoch und ruft nach Crowley. Crowley! Als Antwort ist nur der Wind zu hören. Mist. Rowan beißt die Zähne aufeinander und versucht ganz offensichtlich, sich zu etwas durchzuringen. Wenn er wirklich tot ist, dann hoffe ich, dass es schnell und schmerzlos war. Nein, denk noch nicht drüber nach. Oder er ist nicht tot? Denk noch nicht drüber nach. Nur weil man etwas leugnet, hat es keinen Einfluss auf die Realität. Ich muss die Wahrheit wissen. Suchen wir weiter. Du kennst ja die Realität nicht. Er kann ja sehr gut noch am Leben sein. Um sich deswegen dann schon fertig zu machen, dass er vielleicht tot ist, das hilft ja auch nichts. Vielleicht am Strand? Er ärgert gern die Möwen. Sie greift nach deiner Hand, als ob sie auf dem Weg zum Strand, als ob sie auf dem Weg zum Strand halten will. Ah. Sie seufzt leise und dankbar. Die Sonne geht unter, als ihr Händchen haltend durch die Stadt zum Strand läuft. Crowley! Der Rabe ist nirgends zu sehen. Die Möwen spielen im Wind über dem Meer. Crowley, du Idiot, wo steckst du nur? Als ich Crowley zu meinem Vertrauten gemacht habe, war er noch ein flauschiges kleines Küken. Ich wusste, dass ich ihn wahrscheinlich überleben würde, aber ich dachte, ich hätte noch Zeit. Wir hatten nur 6 Jahre. Kannst du ihn mit Magie rufen? Ja, wenn er hätte, Rowan das schon versucht. Gib noch nicht auf. Das tue ich nicht, aber ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Schon gut. Jedenfalls habe ich es versucht, aber er ist weg. Entweder auf einer anderen Ebene oder er will nicht antworten. Rowan wischt sich Tränen von den Wangen und räuspert sich. Um euch herum dämmert es. Oh, eine vertraute Frau nähert sich euch vom Strand aus. Sie wirkt besorgt. Hey. Hey, sag, Rowan, alles in Ordnung? Ich habe Schreie gehört. Alles unter Kontrolle, Mandy. Sag, hilft mir nur, nach Crowley zu suchen. Oh, dein Vertrauter ist verschwunden. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich weiß, er hat sich schon mehrere Tage lang seltsam benommen. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen und nichts gehört. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas höre. Rowan ist auch ein Vampir? Nein. Beobachtest du Vögel? Mhm. Könnte man so sagen. Ich frage im Club herum. Hoffentlich bis später, ihr beiden. Sie geht nachdenklich in Richtung Strand. Rowan atmet laut aus, es klingt wie ein Seufzen. Machen wir eine Pause und gehen nach Hause. Tee hilft beim Nachdenken. Gute Idee. Rowan nickt und schaut ein letztes Mal suchend gen Himmel, bevor sie sich auf den Heimweg macht. Auf dem Rückweg fühlt sich die Stille zwischen euch unangenehm an. Rowan schließt die Tür hinter dir und zögert. Sie runzelt die Stirn. Hm?
Riechst du das? Das riecht, als ob schon Tee zieht. Crowley! Nimm mir! Crowley! Was im Namen aller Göttinnen machst du hier? Ich hab dich überall gesucht. Der Rabe schaut weg und hustet. Nevermore. Nevermore. Crowley flattert auf Rowens Schulter und beginnt, ihr Haare liebevoll zu putzen. Einmal hat auch gereicht. So schnell vergebe ich dir nicht. Ich hatte solche Angst. Rowan dreht sich zu dir um. Sie wirkt bewegt, aber ihre Schultern verraten, dass sie erleichtert ist. Danke für deine Hilfe heute, Sarg. Ohne dich wäre es wirklich ein Albtraum gewesen. Keine Sorge, wenn du Hilfe brauchst, bin ich immer da. Schwerkraftbrunnen dauern länger an oder sind größer? Ja, dauern länger an. Können wir den Tee verschieben? Ich muss diesem treulosen Vogel eine Tracht Prügel verabreichen. Na dann, wir sehen uns im Dungeon. Zum ersten Mal an diesem Tag deutet Rowan ein Lächeln an. Zum Abschied berührt Rowan ihre Lippen mit den Fingerspitzen und hält sie dann in die Luft. Du gehst nach Hause. Oh, na, zum Glück haben wir Crowley wiedergefunden. Hätte mich jetzt auch geärgert, wenn es nicht so gewesen wäre. Oh, Crowley scheint eifersüchtig auf dich zu sein. Oder verunsichert. Oder beides. Er ist es nicht gewohnt, dass ich Freunde habe. Oder potenzielle Partner. Aber immerhin versteht er sich gut mit Roosevelt. Oh, der hat einen Teddy. Sie hat einen Teddy. Das ganze Theater tut mir leid. Crowley auch. Aha. Alles okay? Ja, aber danke, dass du fragst. Danke. Oh. Ja, zum Glück sind alle wieder da und alle gesund. Das ist ja immer die Hauptsache. So, dann... Sawyer ist dungeonfähig. Rowan ist dungeonfähig. Dann würde ich sagen, können wir uns mal wieder mit Isaac und dann auch mit Sander treffen, die beiden. Haben jetzt schon wirklich lange genug gewartet. So, ich gehe erstmal zu Isaac. Der wartet jetzt echt schon am längsten. Well, hello. Du triffst dich mit Isaac vor dem Gebäude von Brooks Associates und ihr klopft an die Tür. Sie können nicht reingehen. Ach nein. Herein. Die Assistentin zuckt mit den Schultern und geht aus dem Weg. Na mal los. Schaffe ich das wirklich? Ich bin für dich da. Danke. Du fasst ihn am Ellbogen und zusammen geht ihr rein. Ach, Mr. Brooks, soweit ich weiß, haben Sie keinen Termin. Deine Assistentin wollte mir keinen geben. Warum auch? Anscheinend bin ich nicht mehr dein Vater, deshalb existierst du für mich nicht. Nein, noch schlimmer, du bist nur der Versager, den ich ersetzt habe. Wie können Sie es wagen? Mm-mm. Isaac legt eine Hand auf deine Schulter, um dich zu beruhigen. Okay. Aber warum machst du das, Vincent? Warum musst du mich ersetzen? Selbst wenn du mir eine auswischen willst, musst du es doch hassen. Du hast immer gesagt, dass Jobs nur was für Leute sind, die Steuern zahlen. Stimmt, aber du hast es so vermasselt, dass ich mich einmischen musste. Mein Name war ja schon an der Tür. Das ist ein neuer Tiefpunkt für uns, aber ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass es mir egal ist. Yes. Es ist deine Firma und du kannst mit ihr machen, was du willst. Mein Geld spende ich eh für wohltätige Zwecke. Ich habe den Fehler gemacht, zu glauben, dass man Leuten mit Risikokapital helfen könne. Gut, ich bin ja so froh, dass du zufrieden bist.
Ich werde diesen Slicer-Quatsch verkaufen. Irgendein Verrückter aus dem Silicon Valley will ihn sicher haben. Wir werden in verlässliche, zeitlose Produkte investieren. Computer, Untersetzer, Stifte, Heftgeräte. Langweilig. Sind das die Dinge, die du gerade auf dem Schreibtisch siehst? Nein, ich habe gar kein Heftgerät. Ha! Oh Mann, ist der peinlich, der Alte. Ich habe schon seit Jahren kein Heftgerät mehr gesehen. Die müssen sehr gefragt sein. Ich sollte meine Investition verdoppeln. Unbestechliche Logik. Weißt du was? Es ist mir egal. Right. Wenn du an meinem Leben teilhaben willst und mir Respekt zeigen kannst, sag Bescheid. Vincent anspucken. Oh Gott, nee. Ich drücke immer Isaacs Hand. Stufe 5. Kontern richtet mehr Schaden an. Ihr geht zusammen raus. Isaac? Moment, eine Sekunde. Ich will nicht, dass du denkst, dass es nur um dich geht. Es geht nicht um mich. Wenn du meine Firma übernimmst? Nun ja. Vater und Sohn starren sich einen Moment lang schweigend an. Also doch, gut, ein bisschen. Ich dachte, mein Sohn würde ein Verbündeter sein, jemand, der mich vertritt. Stattdessen muss ich erfahren, dass du alles verschenken und das Brooks-Vermächtnis ruinieren willst. Vincent, ich weiß es zu schätzen, was du und Mama für mich getan habt, aber du hast immer gesagt, du traust mir zu, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Also treffe ich sie selbst. Das habe ich gesagt, weil ich dachte, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Das ist ja wohl klar. Aber wenigstens ist eine Person hier kompetent. Christine, komm rein. Ja, Sir, gibt es ein Problem? Ich werde es offiziell verkünden. Willkommen in der Familie, Miss Brooks. Oh Gott. Aha. Der wollte sich also nur die Sekretärin ranmachen. Ich sehe, ich verstehe. Oh? Was? Nee, jetzt die adoptiert, doch so. Fast noch schlimmer. Christine ist meine Tochter, zumindest was das Erbe angeht. Isaac! Das Vermächtnis der Brooks darf nicht im Schlamm versinken. Tut mir leid, Isaac, aber du verstehst das sicher. Mm-mm. Nicht wirklich. Wie konnte ich Nein sagen? Unglaublich. Vincent räuspert sich. Isaac geht, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Sie sollten sich beide schämen. Nein, ausgeschlossen. Mr. Brooks hat für Sie keine Zeit. Weder heute noch an einem anderen Tag. Es ist mir egal, ich will ihn auch gar nie wiedersehen. Die Tür schlägt hinter dir zu, Isaac ist nirgendwo zu sehen. Er sitzt draußen und scheint die Sonne zu genießen. Sagt Isaac selber, okay. Well, hello. So, jetzt bin ich frei. Wie sollen wir das feiern? Frei? Tut mir leid, da habe ich mich wohl ungeschickt ausgedrückt. Später werde ich sicher traurig sein. Aber am traurigsten werde ich sein, wenn ich überlege, was mein Vater und ich hätten haben können. Was ich mir für uns gewünscht hätte. Was das Geld angeht, ich wollte, dass es wohltätigen Organisationen zugutekommt. Aber das entscheide ich nun nicht. So. Gerade werde ich mir bewusst, dass ich diesem Mann nichts schulde. Und dass ich erleichtert bin. Nun ja, nicht nur erleichtert, auch irgendwie leer. Muss zugeben, dass ich heute Abend nicht allein sein will. Du musst auch nicht alleine sein. Manche Sachen gehen nur Gott und mich etwas an. Wie das, was im Badezimmer passiert. Hä? Aber du hast recht. Was ist das für ein Satz? Es wäre schön, wenn du mir heute Abend Gesellschaft leisten würdest. Kommst du zu mir? Oh, natürlich. Ich meine, wenn es dir unangenehm ist, möchte ich nicht drängeln. Oder wir können stattdessen in ein Restaurant gehen. Wie wäre es dir lieber? Ah, wir gehen zu dir. Isaac nimmt dich mit nach Hause, mit der Warnung, dass dort Chaos herrscht. Irgendwann schlaft ihr ein. Ja, voll des Chaos. So sieht's bei mir auch immer aus. Vorm Aufräumen. Und geile Wohnung übrigens.
Am nächsten Morgen wirst du wach und merkst, dass er bereits angezogen ist. Ich muss zu meiner Fechtstunde. Kann nicht zu spät kommen. Ich weiß, wir haben nicht viel über meinen Vater geredet, aber du hast mich dennoch getröstet. Danke für den wunderschönen Abend. Gern geschehen. Und er schickt mir wieder random Emojis. Ich glaube, Emojis sind nicht gerade angemessen. Lass uns lieber über unseren schönen Abend reden. Das freut mich. Was für ein Sommer. Und alles begann im Dunch. Ja, Oberschiene. Oh. Rowan und Pocket am Museum. Du hörst eine Mischung aus Krächzen und Miauen auf der Straße. Pocket miaut warnend. Crowley antwortet mit einem verärgerten Krächzen. Good day. Hey, ihr zwei. Sark ist hier, vielleicht kann sie euch damit helfen. Crowley und Pocket haben beide gleichzeitig eine Maus gefunden, die gerade verendet war. Crowley sagt, er hätte die Maus verdient, weil er die Knochen nicht verschwenden würde. Crowley nickt zustimmend. Pocket sagt, er hätte sie verdient, weil er der beste Kater aller Zeiten ist. Ah, okay. Rowan kann also auch Katzen verstehen. Pocket stimmt fröhlich zu. Was meinst du, was sie tun sollten? Aufteilen. Facts. Jetzt streiten sie sich, wer welche Hälfte bekommt. Das wird endlos so weitergehen. Vergiss es. Crowley, wir gehen nach Hause. Ich besorge dir eine Maus nur für dich. Danke, Sark, sei gesegnet. Ich hätte die Maus selber essen sollen. Du setzt deinen Nachmittagsspaziergang fort. Jawohl, und zwar spaziere ich zum Park, weil da auch schon seit Ewigkeiten Sander auf uns wartet. Als du ankommst, sitzt Sander auf einer Bank und lauscht den Grillen. Zirp, zirp. Hey. Hey, sexy. Du hängst dich in alles voll rein, oder? Zum Dunch gehen, Freundschaften pflegen. Ich weiß nicht, wie du das alles schaffst. Du legst dich immer voll ins Zeug. Vielleicht liegt es daran, dass ich 200 Jahre alt bin, aber das Leben ermüdet mich. Oh, du klingst irgendwie ausgebrannt. Ja, kann sein. Aber nicht von der Sonne, hm? Ha. Ich weiß nicht. Anfangs war das Vampirleben ziemlich cool. Aber wahrscheinlich verliert man für alles irgendwann die Begeisterung. Oh, sogar für mich? Nee. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Sander räuspert sich. Möchte ich was schenken? Ja, obwohl, nee. Du beschließt doch nichts zu schenken. Also, gab es etwas, das du mich über die Vampirsituation fragen wolltest? Bist du eine Fledermaus? Gibt es auch Werwölfe? Was ist mit Mandy? Ja gut, dass Mandy auch ein Vampir ist, wissen wir inzwischen. Die wollte uns ja schon mal aussaugen. Trinkst du wirklich Blut? Das haben wir eigentlich auch schon machen sehen. Bist du eine Fledermaus? Reicht es dir etwa nicht, dass ich mich in einen Säbel verwandle? Aber nein, ich kann mich nicht in eine Fledermaus verwandeln. Unsichtbar bin ich auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Vielleicht, wenn ich älter bin. Ach. Oh Mann, ich hoffe, uns schauen gerade keine alten Vampire zu. Das wäre gruselig. Aber ich bin allergisch auf Sonnenlicht, Knoblauch und Kirchen. Nun ja. Gibt es auch Werwölfe? Kurze Antwort, nein. Lange Antwort, Todeswölfe haben eine komplexe Beziehung zum Mond. Hm. Aber sie sind nie bis nach Kalifornien vorgedrungen, also würde ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Trinkst du wirklich Blut? Aha. Ja, es ist nicht schlecht. Passt gut zu Wodka. Normales Essen fehlt mir fast gar nicht. Bis auf Donuts. Für einen Donut würde ich töten. Aber selbst Donutbäcker schmecken nicht danach. Echt traurig. Waren Donuts vor 200 Jahren schon erfunden? Oder vor, keine Ahnung, 120 Jahren?
180 Jahren. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch keine Lust nachzuschlagen. Könnt ihr ja mal machen und mir in die Kommentare schreiben. So, ich frage trotzdem mal, was ist mit Mandy? Mandy hat mich zu einem Vampir gemacht. Das war im Jahr 1812. Ich war ein Niemand in Benares in Indien. Sie hat mich gefunden, mich zu einem Vampir gemacht und mich aufgenommen. Ich bin quasi für immer jung, weil sie mich süß fand. Wir sind schon lange kein Paar mehr, falls du dich das fragst. Keine weiteren Fragen. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Das Blatt wendet sich. Okay, was möchtest du mich fragen? Pass auf, die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Religion? Seit etwa 50 Jahren fühle ich mich so rastlos und ziellos. Was würdest du mit 200 Jahren anfangen? Was willst du wirklich? Mehr als alles andere, ganz ehrlich. Glück? Ein zufriedenes Leben, wo man machen kann, was man möchte, ohne sich Sorgen machen zu müssen? Ja, so sehe ich das auch. Ich will das Leben nur genießen, verstehst du? Jeden Augenblick. Es ist echt schade, dass alles so anstrengend ist. Mich überkommt schon die Müdigkeit, wenn ich nur an die nächsten 100 Jahre denke. Alles erinnert mich an den Tod, als ob alles verfault und dem Untergang geweiht ist. Außer manchmal, wenn wir zusammen sind. Kurz herrscht Schweigen, als er dich mit angehaltenen Atem betrachtet. Kommst du mit zu mir? Ja, auf jeden Fall. Sander folgt dir nach Hause. Er wartet höflich, bis du ihn hereinlässt. Ihr verbringt die Nacht zusammen. Seine kalte Haut wird ein wenig von deiner gewärmt. Sander erwidert deine Liebkosungen hungrig, wirkt aber etwas abgelenkt. Als ihr euch küsst, beißt er dich versehentlich ganz leicht am Hals und du blutest. Ui. Vorsicht. Oh, Mann, es tut mir leid. Ich bin nicht in der richtigen Stimmung. Ich sollte gehen. Wir sehen uns, Sexy. Siehe. Er verlässt die Wohnung und du fällst in einen unruhigen Schlaf. Ah, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so einen bissigen Boyfriend hat. Tagsüber gibt's hier nicht viel zu tun, außer mit Spinnen zu reden und von dir zu träumen. Wie läuft dein Tag heute? Oh, ich gehe bestimmt ins Dungeon. Es tut schon weh, wie viel du arbeitest. Das Dungeon fühlt sich dank dir immerhin nicht wie Arbeit an. Rose. Jetzt haben wir hier lauter Emojis. Sander eine Rose, Seven Herzchen, Isaac eine Aubergine. Pocket, dieses komische Praying-Emoji. Mit wem treffen wir uns denn als nächstes? Eventuell Valeria? Seven... Ja, machen wir noch Valeria, Seven und Jonah. Als du am Museum ankommst, scheint niemand dort zu sein. Im Dunkeln wirkt es furchteinflößend. Es ist still, zu still. Du zitterst unfreiwillig. Vielleicht entfährt dir deshalb ein Schrei, als eine Hand deinen Arm berührt. Eine weitere Hand legt sich auf deinen Mund und du wirst in eine Nebenstraße gezogen. Oha. Na. Nices Outfit steht dir auch gut. Psst, ich bin's bloß. Und du hast mich erschreckt. Die Rosen der Venus machen seit Jahren Graffiti. Ich mache es seit Jahren. Du bist in guten Händen. Ich verspreche, dass es spaßig wird. Valeria schenkt dir ein schiefes Lächeln und ihre Augen funkeln im Zwielicht. Du siehst nur... Du siehst gut aus. Thanks. Danke. In Nächten wie diesen fühle ich mich wild, frei, ungezwungen. Spürst du es auch?
Es ist, als ob etwas Großes durch dich hindurchfließt. Als ob du dein Innerstes nach außen kehren möchtest, damit die Welt dir all das Wundersame in deinem Herzen zu sehen bekommt. Ohne ein weiteres Wort umarmt sie dich und du hörst, wie sie Luft holt. God, I love the way you smell. Danke. Ihre Lippen gleiten über dein Schlüsselbein, die Furche an deinem Hals. Mhm. Und du schmeckst so gut. Als sie zu deinen Lippen kommt, hast du deinen Namen vergessen, warum du hier bist. Valeria stößt mit dem Fuß an die schwarze Reisetasche auf den Boden. Es klirrt laut. Leise fluchend macht sie einen Satz nach hinten und schaut sich um. Ich glaube, es hat niemand gehört. Ein Glück. Sie sieht dich reumütig an. Wir sollten uns auf die Arbeit der Rosen der Venus konzentrieren. War da schon mal jemand dabei? Du meinst, jemand, der zuschaut? Nein, bisher niemand. Jess hat mal ihre College-Professorin für Kunstwissenschaft mitgebracht. Sie wollte, dass sie das Graffiti als ihr letztes Projekt akzeptiert. Hat's funktioniert? Erst nicht, aber Jess hat sie dann doch noch überzeugt. Sie ist gut darin, Leute dazu zu bringen, Sachen für sie zu tun. Valeria schwingt die Tasche über die Schulter und zeigt auf die Museumswand. Das ist eine gute Wand. Siehst du, wie schön glatt sie ist? Ich habe sie schon mit Satinfarbe grundiert, dann sprüht es sich besser. Sie öffnet die Tasche und mehrere Sprühflaschen, Pinsel und Farbe kommen zum Vorschein. Such du eine Farbe aus, ich brauche eine Inspiration. Rot wie Blut, grün wie Jade, violett wie Orchideen. Eigentlich mag ich ja blau am liebsten, aber die Auswahl habe ich hier nicht. Dann nehme ich halt mal violett wie Orchideen. Violett ist majestätisch und ein Mysterium, vielleicht sogar ein bisschen magisch. Valeria nimmt die Farbe, die du ausgewählt hast, und jongliert damit. 5. Kann während einer Rolle angreifen, cool. Sie wirkt nachdenklich, als ob sie mit den Gedanken woanders ist. Sie dreht sich zu dir um und ihre Augen... Ein Augenblick lang fühlst du dich allein, als ob Valeria nicht bei dir ist. Als ob die Welt um dich herum so dünn ist wie Zellstoff. Darunter blitzt etwas Buntes auf. Und schon ist der Moment vorbei. Hm? Hast du das gespürt? Die Stimme klingt zittrig. Du bist dir nicht sicher, ob du antworten kannst. Ja. Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass mir das noch nie passiert ist. Aber gerade... Wir haben einen Job zu erledigen. War das die Muse, die uns geküsst hat? Oder war das die Inspiration, die uns durchfließt? Sie markiert die Oberfläche und unterteilt sie in Hälften, dann in Viertel. Valeria zögert kurz, reicht dir dann aber die Sprühfarbe. Oh. Du bist doch meine Muse, oder? Mal etwas. Was denn? Sprich einfach mit der Wand. So mache ich es. Hallo, Wand. Du holst tief Luft und setzt mit der Sprühdose in deiner Hand an. Aber das Heulen einer Sirene, die Nachtluft um euch... Als das Heulen einer Sirene die Nachtluft um euch herum zerreißt. Oh nein. Ach du Scheiße. Sie schnappt sich ihre Tasche, deine andere Hand und läuft los. Aus einer dunklen Ecke in der Nähe zischt leise eine Stimme. Psst, Valentine, hier drüben, hier. Hä? Valentine, die ist doch Valeria. Jake, was machst du hier? Ich rette euch den Arsch, was denkst du denn? Hast du die Polizei gerufen? Hör mal, ich mag dich zwar nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dir die Polizei auf den Hals hetzen würde. Hier geht es um die Rosen der Venus und ich bin immer noch eine Rose. Ich will euch helfen. Hm. Komm schon, Valentine, ich bin auf deiner Seite. Ich habe zu dir gehalten, statt zu meiner Schwester. Und sag, egal was zwischen uns war, wie würde ich nie verraten. Hm. Ich glaube ihm. Ihr hört eine Sirene ganz in eurer Nähe. Wollt ihr, dass wir alle verhaftet werden? Wir müssen verschwinden. Na gut. Ihr lauft los, Jake hinterher. Drei Silhouetten, die durch die Nebenstraßen fliegen.
Bald entfernen sich die Sirenen, ihr hört nur noch, wie ihr atmet und der Kies unter euren Füßen knirscht. Der kirschende Knies. Als du zu Hause bist, dauert es noch einige Zeit, bis deine Hände aufhören zu zittern. Aufregend. Aber schade, dass wir nicht dazu gekommen sind, irgendwas zu malen. Ein Glück, dass Jake da war. Das war knapp. Ja, in der Tat. Mehr sagt sie auch nicht, okay. Dann halt nicht.